5 Autostunden weiter südlich hat sich auch ein Franzose mit Biogas unabhängig gemacht. Er ist Inspektor für ein größeres Waldgebiet im Departement Var in Südfrankreich. Sein Haus ragt hoch über das Kalkgebirge zwischen der Côte d'Azur und den provenzalischen Alpen. Jean Pin, der Tüftler aus Villecroze, muss wieder einmal tanken. Das Gas, das er hier komprimiert, stammt aber nicht aus Mist, sondern aus Holz. Die Idee dazu kam dem Wachenwaldhüter, als er vor Jahren einmal Gestrüpp kompostierte, um damit seinen Garten zu düngen. Unterholz, so stellte er fest, gibt es in der Provence genug. Und es ist obendrein gefährlich, weil es das Feuer weiterträgt, wenn es irgendwo brennt. Und wenn dann noch der Mistral weht, kommt es zur Katastrophe. Dieser Sturmwind treibt dann das Feuer durch die ausgedörrten Wälder und in wenigen Stunden können hunderte von Hektar Wald vernichtet sein. Dort aber, wo Jean Pin seit Jahren das Unterholz ausräumt, läuft sich das Feuer tot, geht unter den Bäumen hindurch und kann sie nicht mehr so leicht entzünden. Wertvolle Sonnenenergie, im Holz der Bäume gespeichert, kann also nicht mehr so schnell verloren gehen. Und so hat Jean Pin es sich zur Aufgabe gemacht, seine Erfahrungen mit Holzkompost anzuwenden, um Energie aus dem Unterholz zu gewinnen. Mit seinem Team säubert er systematisch den Wald. Dabei achtet er darauf, dass er dem Wald immer nur so viel Gestrüpp entnimmt, dass die Fruchtbarkeit des Waldbodens nicht beeinträchtigt wird. Um das Holz zerkleinern zu können, hat Jean Pin selbst einen Häcksler gebaut. Der Häcksler wird von einem Traktor angetrieben. Ein Schwungrad mit Stahlmessern zerkleinert Äste und Zweige fast jeder Dicke und Größe. Die Holzschnitzel werden zunächst in einem Vorratsbehälter gespeichert. Der zweite Arbeitsgang. Die Holzschnitzel werden noch einmal von den Stahlmessern zerfetzt. Sie werden dabei so fein, dass man sie nun kompostieren kann. Jean Pin scheint mit dem Ergebnis zufrieden. Auch mit der Arbeit seines Teams kann er zufrieden sein. Es hat in nur 5 Tagen von einem Hektar Wald 40 Tonnen Gestrüpp abgesägt, gehäckselt und abtransportiert. Das hat etwa 500 Liter Treibstoff gekostet. Ein Einsatz, der sich für Jean Pin lohnt. Normalerweise würde das abgeschnittene Gestrüpp im Wald liegen bleiben und verrotten. Jean Pin jedoch will mehr daraus machen. Energie und Kompost. Die 40 Tonnen Schnitzelholz, die hier so allmählich zusammenkommen, lassen sich in der Provence alle 8 Jahre von einem Hektar wiederernten. Verbrennt man es, dann kann man damit etwa 10.000 Liter Heizöl ersetzen. Doch Jean Pin will noch mehr. Er gießt erst einmal eine Menge Wasser darauf und lässt dann die Natur für sich arbeiten, nämlich Milliarden emsiger Bakterien. Seine Methode hat auch einige Belgier überzeugt. Bei ihnen konnten wir alle einzelnen Schritte von Anfang an filmen. Hier bestimmt Jean Pin gerade den Grundriss eines neuen Holzschnitzelhaufens.
Es sind zwar viele Vorbereitungen nötig, aber sie lohnen sich. Denn der Tüftler aus Wielkroos hat herausgefunden, dass sich mit Hilfe der Bakterien viel mehr Energie aus dem Holz herausholen lässt, als wenn man es verbrennt. Über dem großen Kreis entsteht Schicht für Schicht der Biomeiler. Je sorgfältiger das Material gestampft wird, desto besser können die Bakterien es mit Hilfe des Luftsauerstoffs zersetzen. In der Mitte des Haufens wird der Gärraum untergebracht. Er wird mit Kompost gefüllt, der schon einige Monate alt, also teilweise schon verrottet ist. Um den Gärraum herum wird ein Kunststoffrohr in Form einer Spirale verlegt. Der Gärraum ist luftdicht verschlossen. Der Kompost kann also nun gären und, wie im Steinerschen System, Biogas erzeugen. Das lange Kunststoffrohr dient als Wasserleitung. Sie soll dem Holzmeiler die entstehende Wärme entziehen. Die Leitung wird Windung für Windung in die Holzschnitzel eingebettet und festgestampft. Der Anfang der Wasserleitung. Von hier aus wird kaltes Wasser hineingepumpt, das sich im Meiler erwärmen soll. Einige hundert Meter Kunststoffleitung verschwinden so allmählich im Holzhaufen. Ebenso der Gärbehälter. Er wird bald von der Verrottungswärme aufgeheizt werden, von der Wärme also, die die Bakterien beim Abbau des Holzes freisetzen. Die Gasleitung wird angeschlossen. Es dauert jetzt nur noch ein paar Tage, bis der Biomeiler anfängt, Energie zu produzieren. Dann erzeugen Bakterien im Kern des Meilers brennbares Gas und im äußeren Ring Wärme. In die Provence zurückgekehrt, können wir nun einen fertigen Biomeiler bewundern. Der 80 Kubikmeter umfassende Haufen birgt 40 Tonnen Häckselgut und 20 Tonnen Wasser. Er produziert inzwischen Gas und Wärme. Die Temperatur im Innern steigt auf über 60 Grad. Egal, ob die Sonne scheint oder Regen fällt. Der Meiler würde auch in Sibirien noch funktionieren. Heißes Wasser konnte aus solchen Meilern hier schon 18 Monate lang herausgeholt werden. Dadurch hat Jeanpin 4000 Liter Heizöl eingespart. Außerdem erzeugt der Gärraum in dieser Zeit auch noch Biogas. Und zwar in einer Menge, die etwa 5000 Liter Heizöl ersetzen kann. Verständlich, dass Jeanpin und seine Frau Ida einigermaßen stolz sind auf ihr System zur Nutzung der Sonnenenergie. Und das ist von dem 80 Kubikmeter großen Meiler übrig geblieben. Würde man diese Rückstände verbrennen, dann könnten sie noch einmal etwa 3000 Liter Heizöl ersetzen. Aus dem Unterholz von einem Hektar lässt sich also über den Biomeiler insgesamt fast ein Fünftel mehr Energie gewinnen, als wenn man es verbrennt. Aber diese Rückstände sind zum Verbrennen viel zu schade, denn sie liefern einen wertvollen Pflanzendünger. Warum der an Stickstoff so arme Holzkompost Gemüse so gut düngen kann, das ist eine Frage, die inzwischen auch belgische Wissenschaftler beschäftigt. Diese belgischen Kartoffeln haben nie Mineraldünger, sondern einzig und allein Holzkompost bekommen.
Sollten also stickstoffsammelnde Bakterien in dem Holzkompost leben, die zusammen mit anderen Mikroben den Pflanzen die nötigen Nährsalze liefern? And when you combine them together, what happens is a whole bunch of sex. So all of that reproduction in this pile is heating it up. Now, in order to capture the heat out of this pile, we've taken this pipe, which is 3/4 inch poly pipe. You buy this at an agricultural store, at Home Depot, or a hardware store. And there's 100 meters of it, 300 feet. And it's wrapped all the way through this pile. Now, we're keeping the tarp on it so that the moisture levels inside the pile stay up. We've got a pipe coming out, and there was a shower going on just a few seconds ago, and it's actually really, really warm. With a properly produced compost, we can get up to 65 degrees Celsius, and I think legally in Canada, we have to keep our hot water tanks below 55 degrees Celsius. So that gives you an idea of how hot this water is. So we're going to have to make sure that we blend the water with cold water to bring that temperature down so it doesn't burn our skin. This pile is going to produce hot water for about 6 weeks, and it'll produce really hot water for about 4 of those weeks. When that's up, when it's finished, when the hot water is no longer available, the beautiful thing about this hot water tank is that it can grow gardens. Man, that is really warm water. You're probably wondering how long of a shower I can take with that compost heat before it needs to be recharged. Turns out we get about a 5-minute shower, and then we have to let it sit for about 5 minutes, and we've got hot water all over again. So that's a lot quicker than a conventional hot water tank. Der Landkreis erweiterte seine bestehende Kompostanlage um eine spezielle Vergärungsanlage für Bioabfall. Betreiber ist die Gesellschaft Kompostierung Wetterau, ein gemeinsames Unternehmen des kommunalen Abfallwirtschaftsbetriebes und des landwirtschaftlichen Maschinenrings. 300.000 Einwohner sind an das System angeschlossen. Neben der braunen Tonne stammt ein Drittel des Rohstoffs aus den Sammlungen von Grünschnitt und Gartenmaterial im Frühjahr und Herbst. Es ist ein schwieriges Material, um daraus Biogas zu gewinnen. Angelieferte Menge, Zusammensetzung und Energiegehalt schwanken je nach Jahreszeit. Es enthält hartes und grobes Material, oft auch Kunststoff und Metallteile. Bevor daraus Biogas werden kann, muss es zerkleinert, gereinigt und sortiert werden. Hier in der Halle werden die Bioabfälle angeliefert. Insgesamt 30.000 Tonnen pro Jahr werden zerkleinert. Die Zerkleinerungsmaschine ist wichtig, dass das Material für die Biogasanlage vorbereitet wird. Auf dem Sieb hier werden die vorzerkleinerten Materialien getrennt. Das feine Material, was hier runterfällt, bis 60 mm Größe, ist das, was viel Energie hat, was in der Biogasanlage verwertet wird. Der grobe Überlauf wird energetisch verwertet im Bereich Holzkraftwerke. Etwa 50 Tonnen fein abgesiebter Bioabfall wandern täglich als Energiesubstrat in den Biogasfermenter. Er hat ein Volumen von 1600 Kubikmetern. So sieht es im Innern aus. Dieses System kann mit seinem starken Rührwerk Material mit hohem Anteil Trockensubstanz verwerten. Es wird als sogenannter Pfropfenstrom innerhalb von mindestens 14 Tagen durch den Fermenter gedrückt. Die Betriebstemperatur im Innern beträgt 55 Grad. Krankheitserreger sterben dabei ab, Unkrautsamen keimen anschließend nicht mehr aus. Das Gas treibt ein 600 Kilowatt starkes Blockheizkraftwerk. Es liefert seit Dezember 2007 Strom an das regionale Netz.